Super schönen guten Tag, liebe Leute, da sind wir wieder bei Scribblenauts Unlimited. Ja, man, im letzten Part waren wir hier das Gefängnis angefangen und mir ist aufgefallen, selbst wenn ihr mir die Kommentare schreibt, was ich hier machen soll, es würde nichts bringen, weil bis ihr das Video gesehen habt, habe ich wieder neu aufgenommen und ja, aber ist okay, ist egal. Ich habe nämlich eine coole Sache gemacht und zwar habe ich das gemacht, was ich machen wollte und zwar habe mir auf Steam ein paar Sachen runtergeladen. Moment, das dürft ihr noch gar nicht sehen. Ich möchte nämlich erstmal wissen, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe sie mir gedownloadet. Warte mal. Gyarados. Yes! ich habe einen Gyarados. Oh, es ist wunderschön. Okay, tschüss, Gyarados. So, warte, was hatte ich denn noch? Warte, ich hatte noch ein Pokémon Go. Yeah, ich spiele wieder ein bisschen Pokémon Go. Vielleicht finden wir ein paar Pokémon. Okay, Zeit für Pokémon Go, Leute. So, spielen wir wieder nochmal. Gib mir etwas, um mich der Umgebung anzupassen und zu fliehen. Wie kann ich dich der Umgebung anpassen? Wie wäre es mit einer Tarnkappe? Oh. Yes, hat funktioniert. Geil. Das war ein seltenes Pokémon. Welches Pokémon kann sich denn unsichtbar machen? Mir fällt gerade spontan keins ein, das macht mich gerade ein bisschen traurig, ich als Pokémon-Experte. Die habe ich alle, ja, den Paladin habe ich auch, das heißt, wir gehen jetzt eine Etage höher und spielen weiter immer noch Pokémon Go. Was ist das hier? Orangefangender Kippschalter. Ich glaube, ich habe damals die Wand damit weggemacht, oder? Ich mache hier nochmal interagieren. Ah ja, habe ich, genau, okay. Mega Quest. Gib jedem Gefangenen etwas, das ihn an zu Hause erinnert. Oh, wir sorgen dafür, dass sie sich im Knast wohlfühlen, wenn ihnen der Popo wehtut. Ich meine, wenn sie Heimweh haben. Weil im Knast hat man Heimweh. Ach du Scheiße. Einstein, warum bist du im Gefängnis? Ich weiß, das ist nicht Einstein, aber er sieht so ähnlich aus. Ein cooler Rocker. So, jeder braucht einen Zellengenossen, mit dem es eine Gemeinsamkeit gibt. Der Footballspieler muss das Zimmer mit jemandem teilen, der mit Sport zu tun hat. Wie wäre es mit einem sportlichen Affen? Also so ein sportlicher Affe. Hallo, ich bin ein Affe. Okay, ich glaube, er möchte keinen Affen. Ein Tennisspieler. Spielerin. Bitteschön. Sogar eine Tennisspielerin. Arr. Ja, ihr müsst denen dabei nicht zugucken. Das ist... Nee. Der Halbling wurde während einer wichtigen Mission gefangen genommen. Gib dem Halbling ein Mitglied ihrer abenteuerlustigen Truppe. Ah, Mist. Im Steam Workshop habe ich Gandalf gesehen. Gibt es Gandalf? Ganove, klar. Zu einer Dungeons & Dragons Gruppe gehört auch immer ein Ganove. Ich glaube, er möchte nicht. Gut, dann kriegst du einfach einen weißen Zauberer. Ich weiß, grauer Zauberer würde... Nein, ein guter Hexenmeister. Hallo, ich bin Gandalf. Und jetzt sind wir hier im Bergtal des Nebels. Ich habe keine Ahnung, ich habe den Hobbit nie gesehen. Herr der Ringe habe ich auch nie gesehen. Ja, ich weiß, steinigt mich, ist mir egal. Dem Saxophon-Spieler fehlt das Musizieren mit anderen. Erschaffe jemanden, der in die Band einsteigt. Wie wäre es mit einem Flötenspieler? Der kann... Es ist schon wieder eine Sie. Ich habe Flötenspieler eingegeben, nicht Flötenspielerin. Was für die? Ach so, das ist das klassische Fangirl, okay. Der Schauspielerin fehlen die Textproben mit anderen Mimen. Erschaffe jemanden aus der Filmindustrie, mit dem sie proben kann. Wie wäre es mit einem Typ im Affenkostüm? Eine Tolle im Affenkostüm. Hallo, ich bin toll. Und deswegen hüpfe ich umher. Nein. Okay. Ein Schauspieler. Oh. Möchtest du mit mir proben? Oh, okay. Ich nehme an, die... Kriegen die das alles vom Gefängnis gesponsert? Okay. Der Wissenschaftler braucht jemanden, mit dem er Ideen austauschen kann. Gib ihm mal ein anderes Mitglied der Wissenschaftlergemeinde. Wie wäre es mit einem stinkenden Biologen? Weil alle Biologen stinken, das weiß man doch. Nein, tun sie nicht. Hallo, ich bin Biologe. Und ich stinke. Möchtest du mit mir forschen? Aber natürlich möchten sie das. Und der Rocker, macht... Ach so, ist ein Cosplayer. Wie cosplayt der denn? Der Cosplayer ist ein Riesenfan von Videospielen und Anime. Er schafft jemanden aus der Nerdkultur, mit dem er reden kann. Perfekt! Ich habe mir nämlich Mario gedownloadet. Bitteschön. Hallo. Nimm den... Okay.
Ich wollte eigentlich, dass du mit Mario redest und ihn nicht unterm Arm mit dir rumschleppst, aber okay. Das ist ein bisschen seltsam. Aber hey, ich hab Mario. Oh, Steam Workshop ist schon was Cooles. Das ist ziemlich witzig. So, die Mega-Quest haben wir dann auch fertig, aber hier gibt es ja drei davon, also... Häschen! Das Leben hier bremst meine Kreativität, hilf mir, dieses Ei zu bemalen! Dann kriegst du dafür einen... Farbtopf. Hilft der dir... Farbstoff, okay. Ich glaub's ja nicht, dass der dir hilft, aber... Nein, ich möchte einen Farbtopf. Nein, ach egal, nochmal. Farbe. Möchtest Färberzubehör? Das sieht genau gleich aus. Shit. Nein, ich will Farbe. Manchmal macht das Spiel mich wütend. Farbe. Malzubehör. Hier. So. Wie hast du damit das Ei jetzt angemalt? Wieso hast du jetzt so... Okay, es ist bestätigt. Hasen legen Eier. Jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Ihr könnt uns nicht mehr verarschen. So, diesen Schalter. Interagieren wir mal. Hey, Zwerg. Oh, oh, der ist angriffslustig. Der ist angriffslustig. Zeige mir etwas aus dem Garten, aus dem ich gestohlen wurde. Aus dem Garten, aus dem du gestohlen wurdest? Wie wär's mit einem Garten? Wie heißen denn diese Dinger? Diese Statuen von Flamingos und Shit. Gartenstatue. Ich hab keinen Plan, wie die Dinger heißen. Eine Gartenhacke vielleicht? Hier? Nimm doch die Gartenhacke! Lass mich doch in Ruhe! Ja, kämpf mit dem Flamingo. Okay, ich sollte hier weggehen. Flamingo! Yes! Oh, okay, er ist auch gestorben. Gut, aber es war ein ehrenhafter Kampf. Nein, wieso kämpft ihr? Oh Gott, lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich habe eine Quest kaputt. Nein, habe ich nicht. Wieso war da die Zahnfee? Oh, der Spaten hat eine Aufgabe. Wieso will das Ei denn kämpfen? Friss Pokémon... Oh lol, was zum... Was zum Teufel ist Pokémon Go für ein Gegner? Ich habe das Pokémon Go in das Ei gesteckt. Ich mach jetzt kurz das Ei tot. Was zur Hölle war da mit Pokémon Go los? Moment mal, das will ich jetzt mal testen. Pokémon Go? Ich werde jetzt den Werwolf mit Pokémon Go abwerfen. Das ist cool. Ah! Oh, nice. Und der ist jetzt so mein Haupt... Ah! Und das ist jetzt mein Haustier. Alter, das ist geil. Das ist ja mal richtig cool. Das finde ich witzig. Okay, das ist ziemlich cool gemacht. Ach ja, der Spaten hat ja eine Aufgabe. Ich wurde durch das Ei abgelenkt. Tut mir leid, Herr Spaten. Hilf mir, Exu, aus dem Gefängnis. Okay. Ich bin also ein Bösewicht jetzt geworden. Wahrscheinlich darf man keine Werwölfe fangen. Ich wusste es. Naja, was soll's. Wir brechen jetzt eh aus. Also, ey, da ist schon ein Loch in der Wand. Scheiße. Ich habe Angst, das sind Überwachungskameras. Was soll ich tun? Ein Nerd! So viel Action. Maxim muss aus dem Gefängnis fliehen. Gib dem müden Wächter einen Platz zum Hinsetzen und er kann womöglich das Tor andriegeln. Einen Platz zum Hinsetzen. Möchtest du einen gemütlichen, weichen Sessel? Gemütlicher, weichen Sessel. Perfekt. Ein Fernsehsessel. Klar, die sind super bequem, die Dinger. Wie einfach so plopst drauf. Okay. Die Wache hat die Tür aufgeschlossen, jetzt steht ein Geist im Weg. Natürlich, wie in jedem Gefängnis. Ohne körperliche Präsenz kann er die Tür nicht öffnen. Ohne Körper... Wie wäre es mit einem Lebender? Ach, und jetzt kannst du die Tür öffnen, weil du plötzlich lebst. Der Geist hat die Tür aufgekriegt, jetzt hat ein Gefangener Lust auf ein herzhaftes Essen. Gib ihm etwas Sättigendes. Wieso ist die Kamera jetzt so weit links? Das finde ich nicht so toll. Conan spielt Counter-Strike Global Offensive. Nehmen wir eins, warum ist die Kamera so weit links? Egal. Gib mir etwas Herzhaftes zum Essen. Wie wäre es mit einem ein Schunken, genau. Ein Schinkenbrot. Möchtest du ein lecker... Schinken. Oder einfach Schinken, klar. Schmeckt das, ja? Und dann schlägt der Tür ein. Nice. Kamera ist wieder normal, ich hoffe es. Der Gefangene hat die Tür zerstört. Ein Betrüger hilft Maxwell durch die nächste Tür, aber er braucht eine Verkleidung, um die Kamera zu täuschen. Eine Verkleidung. Ein Hausfrauenkostüm. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Hausmädchenkostüm, perfekt. Oh ja.
Ich glaube, es sollte wirklich etwas sein, um jemanden zu täuschen. Beamtenkostüm. Bärenkostüm. Warum willst du das denn? Ein Betrüger, er braucht eine Verkleidung, um die Kamera zu täuschen. Was denn für eine Verkleidung? Wie wäre es mit ein... Smoking? Trickbetrüger. Wie wäre es denn mit ein... Mit dem Hut? Ich weiß nicht, was der will. Möchte er ein Kostüm? Ist der Hut okay? Ich darf hier nicht runter, oder? Achso, nee, ich muss da links und nach unten zu gehen. Achso, ich bin noch hier oben. Hallo Geist. Hallo, starker Typ und hallo Trickbetrüger. Na gut. Nee, ich will das wieder anziehen. Was möchtest du denn für eine Verkleidung? Okay, ich nehme mir mal den Tipp hier. Achso, was ein Polizist trägt. Eine Polizeiuniform. Ich wusste nicht, dass Polizisten einfach so aus dem Knast rauskommen dürfen, aber... Okay. Hallo, ich bin der Polizist. Deswegen habe ich jetzt auch einen Bart. Gerechtigkeit. Jetzt muss die Kamera doch noch kaputt gemacht werden, oder? Die Arbeit am Sicherheitssystem ist einsam. Der Programmierer ist schon zu lange hier und vermisst sein Haustier. Gib ihm den besten Freund des Menschen. Ein... Sabbern... Der... Hund. Bitteschön. Der sabbert nicht, der tropft. Aber ist okay. Warte, bleib hier, Hundi. Yay, Starride. Woo, das war cool. Ich komme aus dem Gefängnis frei. Yeah. Sehr schön. Da habe ich gute Arbeit geleistet, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, darf ich. Und dieser Nerd ist immer noch verliebt in diesen Hund. Wundervoll. Yay, Pokémon Go. Wundervoll. Weiter geht's. Ich glaube, jetzt fehlt nur noch... Ja, ihr drei hier. Genau. So, du da oben. Was ist denn deine Aufgabe? Hilf mir, die Lücke zwischen der Prinzessin und mir zu überbrücken. Das ist ja wohl sehr einfach. Wenn du etwas überbrücken willst, dann ist es am einfachsten mit einer Brücke getan. Die gerade nicht so wirklich funktioniert hat. Das kriegen wir hin. Ja, genau so. So muss das. Na los, rüber mit dir. Okay, ich habe eine bessere Idee. Jetpack? Bitteschön, flieg rüber. Wundervoll. Ramme noch ein bisschen die Leiter und wunderschön. Die Prinzessin und das Gefängnis. Was bist du eigentlich? Shit, ich kann's nicht. Weil der Weihnachtsmann, warum bist du hier im Knast? Lass mich raten, du hast Kindern zu oft mit der Rute auf den Hintern gehauen und ihre Eltern haben dich dann verklagt? Dieses Gefängnisessen passt nicht zu meiner strengen Zunahmediät. Da muss ich dir recht geben. Wo war denn der Schinken? Schinken, 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 Schinken! Schinken hilft alles. Bitteschön. Jetzt bist du wieder schön dick. Darf ich dich mit Pokémon Go fangen? Moment, ich will den Weihnachtsmann fangen. Ja. Fuck, das funktioniert also nur einmal. Nein! Oh, du Bastard! Das war eine Quest. Dieser scheiß Werwolf, ne? Der regt mich sowas von auf. Er muss sterben. Ich glaube jedenfalls, er hat die Quest getötet, aber ich bin nicht sicher. Stirb. Stirb! Verdammte Scheiße. Achso, nee, der Hase war nicht die Quest. Okay, gut. Ja, es wird nur noch die hier mit der... Was ist das? Der Fede-Handschuh. Hol den Starride aus dem Turm. Das sieht nach einer Action-Mission aus. Ich mag Action-Missionen. Oh yeah. Ach du Scheiße. Okay, hier ist einiges los, Leute. Ihr seht schon, es wird anspruchsvoller. Vollende den Hindernislauf, um den Starride zu holen. Verlasse als erstes diesen Raum. Jemand so klassisches Zelda-Rätsel? Achso, okay. Ich muss einfach etwas... Ja, es ist so ein richtig klassisches Zelda-Rätsel. Ich platziere etwas auf dem Ding. Ich glaube, der fällt... Nee. Okay. Und dann kann ich hier rausgehen. Perfekt. Der Gang in Flammen... Der Gang in Flammen blockiert... Ein Gang in Flammen blockiert den Weg. Sieh zu, dass du sicher durch die Tür gelangst. Wir holen uns einen Feuerlöscher. Oh, ich mag so Hindernisparcours gefällt mir. Damit müssten wir hier eigentlich locker durchkommen. Klar, das Holz geht auch gleich mit weg. Das ist normal. Okay, wundervoll. Weiter geht's. Sieh zu, dass du es durch die nächste Tür schaffst. Vorsicht vor Feinden und Objekten. Ach du Scheiße. Wir holen uns einfach mal einen Stahlhelm. Der sollte... Ein Stammhelm?
Stahlseife? Ich glaube, es gibt keinen Stahlhelm. Wie wäre es dann mit einer Rüstung? Die sollte uns doch davor beschützen, oder? Ein Brustpanzer. Ja, ich brauche eigentlich nicht nur den Brustpanzer. Ich wollte eigentlich... dann muss ich einen Ritterhelm. Der sollte mich doch beschützen vor diesen Dingern. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Fuck. Okay. Das war knapp. Dort ist ein Roboter, der will Stress machen. Der Roboter hält Wache. Bring dich schnell in Sicherheit. Wir holen uns einfach einen Schweißbrenner. Womit wir diesen Roboter erledigen werden. Fuck. Angreifen. Shit. Okay, jetzt. Werf ihn an. Bullshit. Okay, dann müssen wir es anders machen. Shit. Objekt erschaffen. Feuer. Brenn, Roboter, brenn. Wie mache ich das am besten? Okay, ich warte einfach, bis die Wand weg ist und dann schieße ich ihn mit irgendwas ab. Ich weiß nicht, ob das bei einem Roboter hilft, aber man kann es ja mal versuchen. Maschinengewehr. So, jetzt warten wir, bis die Wand weg ist. So, jetzt. Okay. Fuck. Fuck. Shit, wie mache ich das am besten? Ich weiß. Adjektiv hinzufügen. Unverwundbarer. So, Unsichtbarkeit ist für... Ich wollte mich nicht unsichtbar machen, aber scheinbar ist Unverwundbarkeit auch nicht erlaubt. Verwende Adjektiv... Ach so, ich muss da nur schnell durchgehen. Ich dachte, ich muss den Roboter kaputt machen. Okay. Ich sollte nicht so viele Tipps benutzen. Lass mich durch! Okay, der Starbite kann genommen werden, hol ihn dir! Das war eine Falle! Verdammt! Der Starbite wurde zerstört auf zur Zeitmaschine, damit du die Geschehnisse korrigieren kannst. Ich komm da nicht ran, oder? Okay, Stehlern Star. Okay, ich muss irgendwie. Warte, dann habe ich eine Idee. Ich muss irgendwie um die Stachelkugel rum. Das bedeutet, wir werden uns winzig und fliegend machen. Dann sollten wir da durchkommen. Ja, sehr schön. Benutzen. Es wird Zeit, nach draußen zu gehen. Betätige den Schalter, um die Tür zu öffnen. Okay. Jetzt müssen wir aber eigentlich rauskommen, oder? Ist kaputt, oder was? Fuck. Finde einen Weg zur Überquerung des Gefängnisses. Achte auf potenzielle Gefahren. Potenzielle Gefahren. Was kann das denn sein? Okay, da. Da machen wir es am besten mit einem Ballon, damit er von unten den Schalter aktiviert. So. Oh, da ist noch Gewitter. Das Dach von diesem Gefängnis ist durch Blitzstürme geschützt. Überquere das Dach. Wie wäre es mit einem Sonne? Vertreibt die dann das Gewitter? Nein, vertreibt sie nicht. Wie wäre es mit einem Blitzableiter? Was? Ein Blitzableiter. Funktioniert das? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen... Kann man die Wolken irgendwie zerstören? Wie wäre es mit einem Staubsauger, mit dem wir dann die Wolken einsaugen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Benutzen. Nein, das funktioniert nicht. Aber es war eine Idee wert. Dann holen wir jetzt einen Ventilator. Ventilator, genau. Ein Ventilator und damit blasen wir die Wolken weg. Ich glaube, das funktioniert. Shit, wie machen wir das am besten? Oder wir laufen da einfach so durch. Okay, ja gut, okay. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne? Ja, ich bin doch schon durch. Sieh zu, dass du zur Zeitmaschine kommst, aber achte auf starke Böen. Diese Spikes sind gefährlich. Fuck! Ach, komm schon. We'll be right back.
Okay, da sind wir wieder. Was für ein Bullshit. Gut, wir müssen da eigentlich. Gut, wie kommen wir da jetzt hin, ohne dass der Wind kommt? Ich sehe es ja an dem Blatt, wann er kommt. Oh, okay, ich hab's geschafft. Gut. Meine Fresse. Alle Herausforderungen wurden gemeistert. Nutze. Verwende nun die Zeitmaschine für eine zweite Chance und tu dir in Starbite. Alter, war das Kacke. Das war mega scheiße. So, Zeitmaschine, Zeitreisen. Klar. Das Starbite wurde noch nicht zerstört. Hol ihn dir. Okay, das fand ich gerade witzig mit dem. Das war eine Bullshit-Mission. Ich meine, sie war mega cool, aber man konnte an so vielen Stellen sterben. Das war halt echt gar nicht mal so einfach. Oh, und es war abfuck. Aber hey, Leute, wir haben das Gefängnis fertig. Damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part bei Scribblenauts Unlimited. Bis dahin. Ciao.